Achtung! Apollo hat die Gefangenen in der Stufe auf Omega erhöht. Danke. Oh, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anesidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Erwartet Sie eine Fülle an Karrieremöglichkeiten. Werden Sie noch heute Teil der Sixen-Familie. Sixen, morgen gemeinsam. Thank you.
Waits, wir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits! Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Ich kann nicht hier sein. Schweine! Waits! Das Sonnenhaus-Habitat verfügt über alle Möglichkeiten, die Sie von einem Zuhause erwarten können. Sonnenhaus-Galerie, unser hauseigenes Einkaufszentrum, hat alles, was die Herzen der Besucher und die der Dauerbevölkerung begeben. Nebenan befinden sich unsere Ordnungskräfte im Marschall. Sie und die Uhr können ihre Sicherheit sorgen. Letztlich liegt die an dem Gründer der Sixth Corporation genannten Seier Six.
Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Waits. Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort!